Hallo Freunde und willkommen zurück zu Metro 2033, wo wir gerade auf einem Aufzug stehen, der nach oben schießt, was grundsätzlich keine gute Idee ist, aber anders kommen wir nicht auf den Turm drauf. Das war knapp. Wir leben noch. Hoffen wir da auch. Bist du okay, Artyom? Jo. Fantastisch. Mama, bitte kommen. Wir sind im Turm. Das Ziel ist von Wolken umgeben. Wir fahren höher. Ende. Moment. Mit mühseligen Schritten nach dem anderen steigen wir den Turm hoch. Wir kommen aus dem Untergrund und wir stürmen den Himmel. Wolken umgeben uns wie undurchdringliche Mauern. Die Stufen sind extrem verfallen und zerbröckeln unter unseren Füßen. Der Wind scheint stark genug zu sein, uns die Haut von den Knochen zu peitschen. Wir sind im Himmel nicht willkommen. Unser Platz ist dort unten. Jetzt müssen wir dich irgendwie hier hochkriegen. Auch Höhe. Wäre halt so einfach gewesen. Kurz Gasmaske wechseln, nicht, dass wir das bräuchten oder so. Da ist eine Treppe in deiner Nähe. Komm hoch. Da. Gut gemacht. Da. Bitte kommen, Ullmann. Wir haben gerade ein paar Dämonen abgewehrt. Gehen noch weiter hoch. Schieß, Artyom! Schieß! Artyom, Miller, bitte kommen! Dieses Mistvieh. Jetzt? Bitte kommen, Ullmann! Ich bin verwundet! Ich bin verwundet! Bleiben Sie mit Artyom in Kontakt! Ende. Verstanden, Oberst. Ende. Der Laser nützt uns hier gar nichts, Artyom. Die Wolken sind viel zu dicht. Du musst so hochklettern, wie du kannst, und das Leitsystem einrichten. Bewegung, Junge. Jetzt hängt alles an dir. Ja. Dann. Nee. Aber wir haben jetzt zwischendurch immer so kleine Safe Spots, wo wir uns vor den Dämonen verstecken können. Heilung, Artyom. Ich mesh einfach weiter eh durch, weil ich hoffe, da unten stand jetzt nicht Ullmann. Okay, hier können wir scheinbar glücklicherweise nicht durchfallen. Das ist schon mal viel wert. So, wir sind im Turm. Wollen aber ja eigentlich nach oben, ne?
Demnach gehen wir auch noch. Ne? Ich hier durch. Nicht noch Ölmann. Denen geht's gut. Jetzt bin ich ganz alleine. Den wichtigsten Teil muss ich selbst übernehmen. Niemand, dem ich die Verantwortung zuschieben könnte. Niemand, der mir helfen könnte. Das Schicksal der Menschheit liegt in meinen Händen. Ebenso wie das Schicksal der Schwarzen. Und mit jedem Schritt, den ich mache, schwindet die Gewissheit, dass meine Taten richtig sind. Mit jedem Schritt stelle ich mir mehr und mehr Fragen von der Art, wie sie nur Khan beantworten kann. Doch auch Khan ist nicht hier. Ich bin am Gipfel der Welt ganz alleine. Und ich kann Dinge sehen, die ich von nirgendwo sonst sehen könnte. Ich kann Dinge hören, die ich mir nicht einmal vorstellen konnte. Ich spüre die Gegenwart der Schwarzen. Ich höre sie. Seltsame Bilder füllen mein Bewusstsein. Echos von fremden Gedanken hallen durch meinen Kopf. Ich weiß, dass die Schwarzen in den Geist von Menschen eindringen können, ihre Opfer in den Wahnsinn treiben können. Konnte es sein, dass das gerade mit mir passiert? Ich muss es schaffen. Ich muss bei klarem Verstand bleiben. Ich muss die Raketen abfeuern. Ich hoffe, ich kann es. Ja, wir müssen ja immer weiter hoch einfach. Ne? Also machen wir das auch. Gucken, ob noch irgendwer zu uns spricht. Ich glaube, ich bin einfach gerade... Nein, zurück. Verdammt. Verdammt. Okay, ich bin gerade zumindest einmal nur im Kreis gelaufen. War schön zu wissen, dass das geht. Plattforming. Toll. Seriously. Jetzt nicht euer Ernst, dass ich jetzt Plattforming betreiben muss in einem Shooter. So gesehen stehen wir auch noch unter Zeitdruck. Einfach hier durchmischen. Man weiß ja nie, was hier kommt. Ich weiß. Leben noch. Und noch höher. Nicht gegen. Bitte kommen, Artyom! Bitte kommen! Bin da. Da müssen wir wohl hin. So. Artyom, das Signal ist einfach perfekt. Halte noch eine Minute durch, dann kriegen wir sie. Ich glaube, diese eine Minute wird ziemlich... gegen. Fuck. Jetzt ab. Okay.
Dankeschön. Okay, jetzt dreht das Spiel komplett durch. Erstmal wissen, was hinter den anderen Türen sich versteckt. Okay, aber scheinbar baut sich das hier safe vor mir auf. Das gleiche. Nur noch die eine Tür, ne? Muss aber. Du wirst aufgehalten werden. Schon wieder so eine Scheiße hier. Was ist das jetzt? Wir haben ja nur den einen Weg, ne? Ihn aufhalten, halten. Ihn auf. Du wirst aufhalten werden. Oh shit. Okay, wir sind tot. Was hätten wir denn da machen müssen? Nach oben kommen wir also nicht. So komme ich wahrscheinlich wieder an den Rand, ne? Und dann falle ich wieder runter. Ja, okay. Weil ich das Aufstehen hier nicht skippen kann. Das wurmt mich ein bisschen. Laufen wir halt im Kreis. Und wieder zurück. Mal schön vor den Schwarzen wegrennen. Nein, hier wird nicht aufgegeben. Dafür sind wir einfach zu weit gekommen. Na dann rennen wir einfach weiter, ne? Was anderes bleibt uns ja aktuell nicht über. Das habt ihr früh gemerkt. Schön.
daneben. Und Speicherpunkt laden. Ich hasse Plattforming. Dann heißt's. Oh, jetzt gerade erstmal nur laufen. Soll ich mal kurz warten? Aber da hinten ging es eben nicht weiter. Und dann muss ich hier lang. Einer von den Schwarzen, also gehen wir hier lang. Ja, die gehen mir gar nicht auf den Sack mit ihren Wiederholungen. Okay, scheinbar haben wir den nächsten Abschnitt geschafft. Hallo Khan. Nö. Nee. Du bist nicht Khan, wer bist du? Darf ich jetzt den Schwarzen erschießen? Wehr mich da doch lieber. Das haben wir geschafft. Überlebender 2034. Zielsequenz abgeschlossen. Ich glaube, wir haben gerade das Spiel geschafft. Wenn es böse ist, töten sie es. Na dann. Da kommen sie. Artyom kriegt ernsthaft ein Gesicht. Ein weiser Mann sagte einmal: Der, der einen Krieg aus Liebe für seine Mitmenschen führt, wird seine Feinde besiegen. Ich wollte, dass mein Krieg meine Familie, meine Freunde und mein Zuhause beschützt. Die Metro. Wir hatten gewonnen. Aber bis heute frage ich mich, als wir die Schwarzen vom Erdboden verschwinden ließen, ging da nicht auch etwas verloren? Ja, ich glaube, es gibt zwei Enden, kann das sein. Aber da kümmern wir uns jetzt nicht drum. Denn wir gucken uns jetzt dieses Bild zu Ende an. Und machen dann Schluss für heute. Und damit mit Metro 2033 in der Redux oder wie auch immer Version. Und ja, mal gucken. Irgendwann werden wir Metro 2034, aka Metro Last Light, mal machen, vielleicht auch irgendwann Metro Exodus, wenn es mal runtergesetzt ist oder so. Ich muss sagen, das Spiel war nicht schlecht. Ich habe wieder gemerkt, warum ich eigentlich so gut wie keine Shooter spiele. Und ja, ich muss sagen, das Spiel war gut. Ich fand ein bisschen wenig Gegnervielfalt. Ich persönlich bin ja eh es wäre mir persönlich lieber gewesen, mehr
menschliche Gegner. Einfach weil ich da besser klarkomme drauf. Da kann man irgendwie noch mit Dingens arbeiten. Die Bibliothekare haben mich richtig abgefuckt. Und wobei, was ich noch schlimmer fand, waren diese komischen Spinnen-Skorpionen-Mistviecher. Keine Ahnung, wie die hießen. Da, die man dadurch verbrennen können, mehr oder weniger. Dass man einfach mit der Taschenlampe auf sie zielt. Aber A, habe ich das zu spät verstanden. Und B, ja. Muss nicht sein. Wir haben das Spiel beendet. Und wir werden uns morgen zu einem kleinen Zwischenvideo sehen. Übermorgen, also Freitag dann auch. Und nächste Woche startet dann ein neues Projekt. Mal gucken was. Ihr werdet sehen, ich werde sehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Und bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.